Hallo, liebe Pilzfreunde. Neben dem September ist selbstverständlich auch der Oktober ein Freudenmonat für alle Pilzsammler. Der Birnenstäubling ist ein Bovist und wächst auf Holz. Solange er innen noch weiß ist, ist er auch essbar. Also, dieser Pilz ist noch geeignet für Pfanne und Kochtopf. Ab in den Korb. Hier ist ein Hexenring vom falschen Pfifferling zu bewundern. Allerdings, so richtig kreisrund ist er nicht, sondern erinnert bereits etwas an ein Dreieck. Der falsche Pfifferling ist sehr häufig, aber leider nicht essbar. Also nichts. Manche Täublinge sind essbar, zum Beispiel dieser braune Ledertäubling. Eine Geschmacksprobe ist bei Täublingen erlaubt. Im Fichtenwald ist der klebrige Hörnling oft zu finden, leider nicht essbar. Der Perlpilz zählt zu den essbaren Pilzen. Am Stiel ist ein rosa Schimmer deutlich zu erkennen, an den verletzten Stellen häufig ebenfalls, hier leider nicht. Wo der essbare Fichtenreizker zu finden ist, sagt bereits sein Name. Kuhröhrling. Dieser Pilz zählt ebenfalls zu den essbaren.